me that you love me, even if it's fake. Hallo und willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. So, sollte man den zwar mal befreien da? Ja, immer das mit den Saugängen. Lade. Schau mal, Lady Gold hat er vorher gesagt, vielleicht kann irgendwas ist anders. Hat sie eine neue Frisur? Ach nein, sie ist gefesselt. Ich soll doch nochmal Lady Gold fragen. Rufus, endlich! Doc hat erwähnt, dass Donna auch so ein Implantat hat. Worauf willst du hinaus? Naja, wenn ich nur kurz deine Datasette entfernen könnte. Untersteh dich! Ach komm schon, gib mir die Datasette. Nimm deine dreckigen Griffel von meinem Implantat. Hast du heute nicht schon genug Schindluder mit meinem Bewusstsein getrieben? Tja, ich hab dich ganz schön durcheinander gebracht, was? Ich könnte mir die Datasette auch einfach so nehmen. Ich warne dich. Ach ja? Wovor denn? Ich könnte dir zum Beispiel die Finger abreißen. Was soll das heißen? Hast du ein Loch in der Luftröhre? Nein. Willst du eins? Willst du eins? Nanu, seit wann hat Doc denn Champagner in seiner Praxis? Was? Wo? Sorry, Goal. Du wirst mir später dafür danken. Das war hinterlistig. Ich habe ganz vergessen zu fragen. Hast du etwas dagegen, wenn ich mir dein Bewusstsein ausborge? Passt rein. Ja, großartig. Dann noch was am Tisch? Nee. Schublade schauen wir jetzt mal. Ich darf doch, oder? Passt rein. Noch zwei Fernbedienungen. Klasse. Die sollten etwas Schwung in die Bude bringen. Mal gucken. Bei der einen klebt ein Etikett auf der Unterseite. Hey, da steht Donna drauf. Donnerwetter. Donna hat also auch ein Hirnimplantat. Das sollte nützlich werden. Und die andere? Nanünana. Das ist doch die Fernbedienung, die mir Zukunftsrufus vorhin in die Hand gedrückt hat. Die zu Liebold gehört. Offenbar habe ich einen Plan. Ich weiß es nur noch nicht. So. Donna und eine Datasette. Welcher Teil ihrer Persönlichkeit hier wohl drauf ist? Ich tippe auf den süßen Hintern. Donnerwetter. Donna hat also auch... Das sollte nützlich. Die geheimnisvolle Stimme sagte, ich soll das Portal nehmen. Gleich, nachdem ich die Fernbedienung mit Liebolds Implantat benutzt habe. Okay. Sprechen wir mal die Bande an. Wie sieht der Plan aus? Oh, der Plan ist bereits vollständig umgesetzt. Wir sind zumindest theoretisch im Besitz der Zielperson. Bravo. Und wie gedachtet ihr, aus der Nummer wieder rauszukommen? Für diesen Punkt entwickelt Donner gerade einen neuen Plan. Gegen diese Vorgehensweise ist eigentlich nichts einzuwenden. Du winkst gleich. Wie sieht der Plan aus? Oh, der Plan... Wir sind... Und wie... Für die... Yep. Stahl in den Muskeln, Pudding im Hirn. Eine brisante Mischung. Aber auch nicht gefährlicher als der Rufus-Spezialcocktail. Nitro in der Planung und Glycerin in der Umsetzung. Er hat eine Knarre. Stahl in den Muskeln, eine Brise, aber auch Nitro. Sie sieht nicht so aus, als hätte sie einen Plan. Es sollte nicht allzu schwierig werden, sie zu überlisten. Hey, Donna! Donna muss nachdenken. Wozu? Bislang hat sie es auch ohne geschafft. Wie war das? Mich verlangt es nach einem Melonensaft. Ja, mich auch. Aber wir werden wohl vorerst hier drin bleiben. Auch wenn das heißt, dass wir verdursten müssen. Okay. Könnt ihr da jetzt rausgehen noch? Oder die Fernbedienung benutzen? Mist, es funktioniert nicht. Das muss daran liegen, dass sich noch gar keine Datasette in der Fernbedienung befindet. Oh. Die Kohle rein. Hey, was tust du da? Netter Körper. Nur die Augenklappe könnte beim Zielen stören. Nicht! Nein, stört kaum. War das nötig? Hattest du eine bessere Idee? Ja. Zu spät. Naja,
Zumindest haben wir eine Sorge weniger. Jetzt müssen wir nur noch die Rebellen überwältigen. Alles, was wir brauchen, ist ein neuer... Sag es nicht. ...Plan. Ich spüre, wie sich ein Geistesblitz zu mir vorarbeitet. Es liegen Genialitätspartikel in der Luft. Benutze Staubsaugermotor mit Kaugummi. Vielleicht später. Muss es denn immer ein komplizierter Plan sein? Ich dachte, das gefällt dir an mir. Du verwechselst mich mit Krawallgoal. Krawallgoal? Natürlich. Ich habe doch Liebolds Fernbedienung. Langsam kommt alles zusammen. Mein Vergangenheits-Ich legt Krawallgoal in Liebold ein. Die überwältigt dann Janosch, während ich mich um Garlef kümmere. Und zack, schon sind wir draußen. Vergangenheits-Ich? Was redest du denn da? Können wir nicht einfach auf demselben Weg raus, auf dem du reingekommen bist? Nein, das geht nicht. Wegen der Zeitkohärenz und Temporaldingsis und so. Es ist kompliziert. Das ist es immer, nicht wahr? Das erkläre ich dir noch. Wir müssen jetzt erst einmal Krawallgoals Datasette finden. Hier, nimm die so lange. Hey, Astrein! Oh, so Blitzkrieg. Du machst dich langsam. Zum Affen, ja. Vertrau mir einfach. Befreie du die anderen. Ich kümmere mich um die Rebellen. Vorher nehme ich mir aber noch eine Knarre mit. Und ich bekomme Donners Fernbedienung. Wenn's dich glücklich macht. Mann, das wird sowas von episch. Okay, jetzt haben wir eine Liebolds-Fernbedienung. Die geheimnisvoll leicht, nachdem ich die Fernbedienung mit Liebolds Implantat benutzt habe. Ja. Brecheisen und Waffe. Ah, haben wir gleich beide. Hehe, endlich habe ich auch eine Knarre. Und wer ist jetzt der Bessere, hä? Blöder Zukunftsrufus. Doch der gleiche. Doc, alles klar bei euch? Ach so, der Knebel. So, jetzt besser? Ja. Alles super. Na, dann kann ich ja wieder gehen, richtig? Ja. Naja, ein bisschen Hilfe könnten wir hier schon gebrauchen. Ach. Okay, du gibst nichts Neues. Was... Ich versuch mal. Ich würde dir... Aber die... Kein Problem. Hey, was soll... Die Donners uns noch was zum Sagen, oder war das noch eh schon alles? Was ist jetzt mit deinem Grand? Ich arbeite dran. Der alte Körper stand ihr zwar ein wenig besser, aber im Grunde kann sie alles tragen und sieht trotzdem noch spitze aus. Wieder ein Punkt, in dem wir uns ähneln. Jetzt wahrscheinlich zur Läuse. Wo ist die Waffe eigentlich? Oh, habe ich. Endlich habe ich auch eine Knarre. Ich bin gut ausgerüstet. Von mir aus kann das Gemetzel beginnen. Hey, aufmachen! Ich bin's, Rufus! Oh, oh. Das müsste jetzt mein Ich aus der Vergangenheit sein. Ich sollte lieber aufmachen. Sonst bringe ich noch die ganze Zeitkausalität durcheinander. Ja! Könnte ich kurz reinkommen? Das geht nicht. Du kannst gleich das Portal benutzen. Aber erst musst du noch was für mich erledigen. Hier! Was ist das? Noch eine Fernbedienung? Ja, die von Liebold. Es ist scheinbar ein älteres Modell, aber... Hey, ich weiß doch wohl, wie man eine Fernbedienung benutzt. Natürlich weißt du das. Liebold ist der Dicke, oder? Ich frag nur, weil ich gar kein Implantat gesehen habe. Du schaffst das schon. Wenn du fertig bist, kannst du das Portal benutzen. Dann erkläre ich dir alles. Hä? Welches Portal denn? Vertrau mir. Und kein Wort zu Janosch. Puh, gut, dass ich so ein perfektes Gedächtnis habe. Ein kleiner Fehler und ich hätte einen invaliden Zeitstrahl erzeugt. Aber was passierte als nächstes? Man sollte eh nicht in der Vergangenheit leben. Was haben wir da? Wahrscheinlich habe ich die Portale selbst erzeugt. Ich brauche eine Art Verbindung, wie den toten Fisch vorhin. Die Rebellen greifen an, sobald es zur vollen Stunde schlägt. Noch habe ich also etwas Zeit, aber nicht mehr viel. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Eine Verbindung. Ich meine, nur das Brecheisen sei eigentlich, oder?
Na, dann wollen wir doch mal. Cool. Und jetzt? Da ist er. Na endlich. Was brauchst du denn so lange? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das, Cletus? So ein Quatsch. Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Diese Portale sind Raumzeitkrümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Man nennt ihn Rufus. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin aktueller, weiser und vor allem lässiger. Ach ja? Ich möchte einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Oder du. Genau. Also, woran denke ich gerade? Oh, warte. Ich erinnere mich. Du denkst an... Ja, ich hab damals genommen den Ausschlag im Genitalbereich. An den Ausschlag im Genitalbereich? Vollkommen falsch. Du weißt ja wirklich überhaupt nichts über mich. Ich hatte niemals... Was ist denn jetzt los? Alles klar bei dir? Das ist ein Zeitparadoxon, du Pfeife! Scheiße, du das will! Ich glaub, das war falsch. Warum nur? Irgendwas ist da wohl gerade schief gelaufen. So ein Amateur. Oh. Was ist? Huhu, könnte ich kurz reinkommen? Oh, oh. Das müsste jetzt mein Ich aus der Vergangenheit sein. Das habe ich verbockt anscheinend. Puh, gut, dass ich so ein perfektes Gedächtnis habe. Ein kleiner Fehler und ich hätte einen invaliden Zeitstrahl erzeugt. Aber was passierte als nächstes? Und ich habe nämlich keine Ahnung, was er wirklich gesagt hat. Na, dann wollen wir doch. Also, die Szene werden wir jetzt noch ein paar Mal sehen anscheinend. Cool. Und... Ich spule mal schnell. Na, was ist das? Du nicht diese und... Man nennt ihn Ruhe. Hey, das ist mein... Jetzt nicht mehr. Ich bin... Ich möchte ein... Mein... Oder... Genau. Oh, was... Du... Was war denn das dann wirklich... Zwiebelzubel. Voll daneben, du Niete. Zwiebelzubel. Das ergibt ja nicht mal einen Sinn. Ich wusste gleich, dass du ein Betrüger bist. Bin ich nicht. Ich musste das sagen, um kein Zeitparadoxon zu erzeugen. Genau. Gib doch einfach zu, dass ich dich besiegt habe. Wieso? Woran hast du denn gedacht, wenn nicht an Zwiebelzubel? Nun ja, Oh, das ist jetzt sogar schon fast. Zukunfts-Ich, alte Socke. Ja, das ist ja eine Überraschung. Da okay. Bist du ja. Sag ich doch. Können wir jetzt endlich weitermachen? Du musst da rein und Goal befreien. Sie ist also tatsächlich da drin? Geht's ihr gut? Keine Panik. Wink und Nod sind außer Gefecht gesetzt. Wie jetzt? Du hast sie ganz alleine überwältigt? Ein Klacks. Du scheinst tatsächlich ich zu sein. Wie hast du das angestellt? Das, findest du schon noch raus. Ich werde mich derweil um die Rebellen kümmern. Boah, ist das etwa eine Knarre? Nein, das ist ein Bananenschälgerät. Natürlich ist das eine Knarre. Darf ich auch mal? Nicht jetzt. Du musst in das Labor und Goal befreien. Schon vergessen? Na gut, dann befreie ich Goal halt. Bestimmt mache ich das viel lässiger als du. Die ist hinterher viel freier als bei dir. Mach's bitte genauso lässig wie ich. Sonst löse ich mich auf. Das ist ganz schön schmerzhaft, weißt du? Recht so. Rufus. Ja, ja. Schon klar, du Spielverderber. Aber danach bekomme ich die Knarre, richtig? Ja, doch. Durch das Portal. Ah ja, und beeil dich. Hier schlägt es gleich zur vollen Stunde. Dann stürmen die Rebellen die Praxis. Alles klar. Was für ein Held. Aus mir wird ja noch was.
Großartig. Ein Trottel. Für wen hält er sich eigentlich? Aber nun zurück zur Mission. Es kann jeden Augenblick zur vollen Stunde schlagen. Und dann bin ich bereit. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein wenig Geduld. Und darin bin ich unschlagbar. Geduld. Haben lang genug gewartet. Zu den Waffen. Ich warte lieber, bis sie reinkommen. Und okay. Das passiert, sobald die Uhr die volle Stunde geschlagen hat. Was ja nicht mehr allzu lang dauern sollte. Verdammt, die Zeit hat ja offenbar gar kein Gefühl für Timing. Dann stellen wir doch mal die Uhr. So, das reicht jetzt aber. Schlag endlich. Na los, schlag endlich. Boah. Hast du das auch gehört? Die Uhr schlägt zur vollen Stunde. Und mitten auf die 12. Zeit für deinen Auftritt, Galle. Muss das wirklich sein? Jetzt stell dich nicht so an. Sonst gewinnst immer du beim Schnickschnackschnuck. Aber sonst geht es auch immer nur darum, wer neue Tipps holen geht. Versuch dich nicht rauszureden. Einer für alle. Und das bist heute du. Rufus? Was treibst du hier? Es gibt eine Planänderung. Die Aufstiegscodes bleiben bei Goal. Du stellst dich gegen den Widerstand? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf der Titelseite des Blattes, das sich soeben gewendet hat. Was zum... Oh. Ladehemmung? Tja. Gott sei Dank. Pech gehabt. Oder so. Rufus? Ah, sehr gut. Du hast es alleine geschafft. Komm mit, es ist noch nicht vorbei. Warte mal. Aber Goal, wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Naja, wollen wir nicht warten, bis du wieder in Form bist? Was soll's. Du musst dich dringend rasieren. Komm. Hey. Da fehlt doch was. Es ist vollbracht. Ich hab doch gesagt, dass... Doc, warum seid ihr noch gefesselt? Lady Goal sollte euch doch befreien. Hat sie aber nicht. Sie ist durch das Portal in die Zukunft entwischt. Sie ist was? Kein Problem. Krawall Goal ist noch draußen, in Liebolds Körper. Sie wird Lady Goal zur Vernunft bringen. Das war nicht Krawall Goal. Das war die Reinigungsdatasette für meinen Videorekorder. Die anderen beiden Goals stecken noch in der Maschine. Liebold hat nicht mal ein Implantat. Aber die Fernbedienung... Style. Ach, du dicker Vater. Das hieße ja... Rufus! Was hast du mit Galef gemacht? Und mit Liebold? Der Arme ist ganz verstört. Eine Verwechslung. Ich... Hey! Goal, was soll das? Es tut mir leid, Rufus. Ich fürchte, ich muss noch eine weitere Änderung an deinem Plan vornehmen. Was für eine Änderung? Ja, es ist auch kompliziert, wie alles, was mit dir zu tun hat. Du verursachst nichts als Chaos. Aber dafür bin ich nicht gemacht. Ich kann nicht länger bei dir bleiben. Oh, komm schon, was soll denn das jetzt? Mach auf! Bemühe dich nicht. Die Tür bleibt verriegelt. Ich brauche ein bisschen Vorsprung, wenn ich Cletus finden will. Cletus? Wovon redest du bloß? Wir wollten doch zusammen nach Elysium. Die Welt retten und so. So einfach ist das aber nicht, Rufus. Du kannst nicht alle im Stich lassen und gleichzeitig der Held sein. Es ist unmöglich. Unmöglich ist mein zweiter Vorname. Genau. Es reizt dich, nicht wahr? Du willst immer das Unmögliche. Darum wirst du auch immer unzufrieden bleiben. Du kannst nicht mit nach Elysium, Rufus, weil du Deponia in dir trägst. Mach es gut, Halden, Baby. Aber... Moment. Was meinst du denn das jetzt? Außerdem kennt ihr euch noch zusammengefügt. Aber was ist mit deiner Operation? Wir müssen dich doch wieder zusammensetzen. Wozu? Damit die Zweifel wiederkommen? Nein, danke, Rufus. Aber wir wollten doch zusammen die Welt retten. Da
Das gilt vielleicht für Krawallgoal und Babygoal. Aber ich bin weder so naiv noch so abenteuerlustig. Ich will einfach nur nach Hause, bevor es zu spät ist. Und alle anderen? Aber ich will doch mit dir nach Elysium! Willst du das wirklich? Ich weiß, dass du etwas beweisen willst, weil du im Schrott aufgewachsen bist, weil nie jemand an dich geglaubt hat. Aber würde es dir wirklich gefallen, dein Ziel zu erreichen? Keine Abenteuer mehr? Keine weiteren Pläne? Ich glaube nicht. Aber Kletis ist ein Schnösel! Kletis ist kein schlechter Mensch, Rufus. Zumindest nicht schlechter als ich. Und bestimmt nicht schlechter als du. Ich bin 1000-mal besser als dieser Lackaffe. Zumindest willst du das sein. Ich habe dir verziehen, dass du mein Bewusstsein gespalten hast. Dass du mich angelogen hast. Dass du mich immer wieder in Gefahr gebracht hast. Und ich habe Kletis verziehen, dass er meine Erinnerung löschen wollte. Jetzt musst du mir verzeihen. Ja, ganz... Das ist keine gute Idee. Aber wo ist das Problem? Warum können wir nicht einfach Deponia retten und trotzdem zusammen nach Elysium gehen? Weil es sich gegenseitig ausschließt, Rufus. Tut es nicht? Ich weiß, dass ich das hinkriege. Du weißt eben noch nicht alles. Hast du dich jemals gefragt, warum Deponia gesprengt werden soll? Was hat denn das damit zu tun? Einfach alles. Elysium ist nicht das Paradies, für das du es hältst. Es ist nur ein Vehikel, ein Raumschiff, um Deponia ein für alle Mal hinter sich zu lassen, um auf Utopia, dem nächsten bewohnbaren Planeten, noch einmal von Neuem zu beginnen. Aber Utopia ist fern. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, genug Energie zu erzeugen, um Elysium dorthin zu katapultieren. Die Sprengung Deponias. Was war das? Elysium ist was? Ein Raumschiff? Hast du es jetzt endlich verstanden? Wenn Deponia nicht zerstört wird, wird Elysium bald zurück auf den Planeten stürzen. Wir können nicht ewig ohne einen Heimatplaneten leben. Aber Deponia ist kein Ort, um zu leben. Das wissen wir beide. Was ist denn so toll an diesem Utopia? Es gibt frisches Gras, blauen Himmel, klares Wasser. Kurz, es ist nicht Deponia. Warum passiert das alles jetzt? Elysium wurde nicht konzipiert, um ewig in der Atmosphäre zu schweben. Der Organon hat Jahrzehnte gebraucht, um die nötigen Sprengtürme zu bauen. Sie sind um den ganzen Planeten verteilt. Nun ist alles bereit. Ulysses Leute haben den Zeitplan eingehalten. Elysium muss jetzt starten. Andernfalls wird es auf den Planeten zurückfallen. Das sind keine guten Nachrichten. Was wäre, wenn der Ältestenrat wüsste, dass Deponia bewohnbar ist? Ich weiß es nicht. Ein Teil von mir hat immer geglaubt, sie würden die Sprengung abblasen. Aber das war die naive Goal. Elysium ist also ein Raumschiff. So ist es. Die Väter bauten Elysium, um Deponia zu evakuieren. Um auf Utopia, dem nächsten bewohnbaren Planeten, noch einmal von Neuem zu beginnen. Leider reichte der Platz nur für einige wenige. Sie konnten nicht alle mitnehmen. Okay, ich glaube, ich habe alles verstanden. Aber... Was aber? Aber ich verstehe es immer noch nicht. Ist es denn wirklich so schwer zu verstehen? Nicht, wenn du es besser erklären würdest. Okay. Okay, ich glaube, ich habe alles verstanden. Aber... Was aber? Aber es muss doch einen Weg geben. Es gibt sogar zwei. Einer führt nach Elysium und von da aus weiter nach Utopia. Der andere Weg endet hier auf Deponia, wenn wir ihn denn überleben. Ich habe mich entschieden, Rufus. Jetzt bist du an der Reihe. Nimm mich mit. Dann nimm mich mit nach Utopia. Und die Sprengung Deponias zulassen? Das willst du doch nicht wirklich, Rufus. Es steckt zu viel Gutes in dir. Die wenigsten sehen das. Aber du könntest niemals so skrupellos sein. Und wenn doch, was unterscheidet dich dann noch von Kletis? Ach, ich pfeife auf Deponia. Hauptsache, ich bin bei dir. Das nehme ich dir nicht ab. Dann lass uns zusammen Deponia retten. Ich habe es dir doch erklärt. Deponia zu retten wäre das Aus für Elysium. Es würde als weiterer Müllberg auf dieser Müllhalde von Planet enden. Aber ich kann so nicht leben. Wer könnte das besser verstehen als du, Rufus? Dann wird es halt etwas Arbeit, na und? Ich habe mich entschieden, Rufus. Es tut mir leid. Ist ein Escort.
könnte uns doch wenigstens mitnehmen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, beides zu vereinen. Vertrau mir, ich krieg das hin. So wie du mich auch wieder hingekriegt hast? Ich will doch nur eine zweite Chance. Du hattest deine Chance, Rufus. Eponia hatte seine Chance. Manchmal sind die Dinge so kaputt, dass sie sich nicht mehr reparieren lassen. Behalt ruhig die anderen zwei Datasetten. Da sind nur Zweifel und naive Ideale drauf. Wo ich jetzt hingehe, kann ich die nicht gebrauchen. Ich muss mich beeilen. Donners Tauchboot wartet. Wenn ich bis übermorgen nicht mit Cletus in Porta Fisco bin, wird es zu spät sein. Viel Glück, Rufus. Aber... Was für eine Frau. Spinnst du? Sie wird uns alle umbringen. Ich finde sie lässig. Vor allem ist sie scheinbar der Teil, der die Aufstiegscodes kennt. Wir müssen sie aufhalten. Aber wir sind eingesperrt. Binde mich erst einmal los, dann fällt uns bestimmt etwas ein. Es gibt immer einen Ausweg. Das musst du mir nicht sagen. Oh, grausames Karma, so nah am Ziel war Madame wiedermals Zweifeln zum Opfer gefallen. Und sie ließ Rufus mit Frust und zwei Drittel ihres Bewusstseins alleine und suchte nach seinem Rivalen. Aber wenn ihr jetzt echt glaubt, dass das Rufus schwächt, ja, dann könnt ihr ihn schlecht, denn ein echter Hero kommt erst dann akkurat in Fahrt. Nein, aber get on now! Schon allein wegen, weil muss ja und so. Hossa, weil muss ja und so. Rubusch! Rubusch! Ah, da bist du ja. Bereit zur Jagd? Janosch, wir haben wirklich nicht viel Platz auf dem Kutter und... Ja, es ist wirklich schade, dass ich nicht mitkommen kann. Ich würde auch gern an vorderster Front kämpfen. Scheide an Scheide, wie früher. Weißt du noch? Früher? Naja, wohin? Aber leider ist das unmöglich. Ich hab meine eigene Mission. Und die geht unbedingt vor. Unsere Organisation ist einfach noch nie groß genug, um es mit dem Organon aufzunehmen. Meinst du? Darum werde ich ebenfalls nach Porta Fisco reisen. Ich stehe dort mit einer Gruppe in Verbindung, die sich auch dem Kampf gegen die Unterdrückung verschrieben hat. Die Basage ist bereits gebucht. Wir werden die Widerstandszelle Nord errichten, direkt unter der Nase des Organon. Was sagst du dazu? Viel Glück. Danke. Eine Bitte hätte ich in diesem Zusammenhang noch an dich. Wenn du in Porta Fisco bist, solltest du unbedingt bei uns vorbeikommen. Die Leute werden mit Sicherheit den geistigen Schöpfer der Unternehmung kennenlernen wollen. Mal sehen. Hier, das wirst du brauchen. Was ist das? Wir haben ein neues Klopfzeichen vereinbart. Das alte war ja auch Mist. Du sagst es. Niemand konnte sich richtig merken. Tja, du, Janosch, ich muss jetzt wirklich. Ich weiß, du musst los. Das Abenteuer ruft. Genau. Es ruft halt endlich die Backen, du Torfkopf. Na endlich, wo bleibst du denn? So holen wir das Tauchboot niemals ein. Ist nicht meine Schuld. Ich wurde von einem Stadtstreicher belästigt. Wo soll's überhaupt hingehen? Donner, ich sagte etwas von Porta Fisco. Also sollten wir dahin. Ich denke, wir sollten erst einmal die Peilung vom Tauchboot aufnehmen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es einen Funkmast auf Isla Obacht. Vielleicht kann ich den Sender so manipulieren, dass unser Sonar die Signatur des Tauchboots erkennt. Und bis dahin ist Donner über alle Berge. Nein, danke. Ich sage Isla Obacht. Boso ist der Kapitän. Und er ist auch für Fisco, nicht wahr? Also, meinetwegen können wir auch zur Polkappe fahren. Hauptsache, ihr einigt euch langsam mal. Genug. Ich entscheide, wo es lang geht. Rufus, das ist nicht die Navigation. Das ist mein Ohrhaarentferner. So, schwimmender Schwarzmarkt. Fragezeichen. Porta Fisco.
falls irgendwas. Ich glaube, wir sollten aber echt erst beim Sendemast. Wir sollten erst einmal in Porta Fisco vorbeischauen. Okay, Porta Fisco. Dann fahren wir nach Porta Fisco. Das ist also Porta Fisco, die einstige Metropole am rostroten Meer. Ein ganz schöner Drecksladen, selbst für Deponia-Maßstäbe. Und was stinkt hier nur so furchtbar? Ja, und was da so stinkt, werden wir dann beim nächsten Mal herausfinden. An der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, liked und abonniert den Kanal und wir sehen uns dann. Tschüss! Tell me that you love me, even if it's fake.